Willkommen zurück, liebe Waldbewohner. Es geht weiter mit Metro Exodus. Wir sind hier immer noch da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich hier an dieser Hütte, wo ich den Kerl irgendwie mit der Armbrust an die Wand genagelt habe. Ich weiß nicht, ob er mir irgendwas Böses wollte oder nicht. Aus Reflex habe ich ihn erschossen. Und jetzt wollte ich nämlich mal gucken, was hier noch rumliegt. Wie hier in diese Höhle rein können. Ich glaube nämlich, hier geht's weiter, kann das sein? Dadurch sollten wir zum Ziel kommen, ja. Aber hier war noch so eine kleine Strickleiter, die nach oben führt. Hier wollte ich nämlich gerne hochklettern, wenn das geht. Ja. Ich wollte nämlich sehen, was da oben ist. Weil vielleicht ist hier noch irgendwas von Wert. Irgendwas, was ich gebrauchen kann. Ich könnte mich wieder zur anderen Seite hangeln. Da ist die Hütte, wo ich eben herkam. Muss ich aber nicht, weil anscheinend führt mich der Weg zum Ziel durch diese Höhle. Und das scheint mir vielleicht ein sicherer Ort zu sein, wobei ich nicht weiß, der Bär ist zu groß. Ich glaube nicht, dass er hier durchpasst, aber Bären leben ja in Höhlen. Ich glaube, hier brauche ich die Gasmaske, kann das sein? Wie ist denn da noch aus? Bei. Noch? Sagt er mir nicht, dass ich sie anziehen muss. Da kommt durch. Ja. Ich hoffe mal, dass nichts kommt. Ich glaube, noch ein Treffer und ich bin tot. Oh nein. Bin auch noch, oder was? Bitte nicht. Jetzt ist aber hell genug. What the fuck? Alter! Nicht doch das! Ich wollte nur gucken, was da drin ist. Das werde ich auch noch von diesen Viechern angegriffen. Ich glaub's ja nicht. Ich hätte gedacht, ich wäre die schon vom Anfang an losgeworden. Aber nein, hier gibt es auch noch welche. Also hier ist jetzt wirklich viel Kampf mit Mutanten bzw. Monstern angesagt. Okay. In die Richtung. Ich nicht irgendwie den Hügel hoch? Nein, nicht, ne? Ja, anscheinend war das nur, um Ressourcen zu besorgen. Hilfe, Alter, leck mich am Arsch. Da sind Fackeln. Bin ich hier richtig? Ja. Na los, hoch da. Bevor die Wölfe wiederkommen. Scheiße. No fucking way, ey. Hier runter. Okay, okay, okay. Schafft. Natürlich ist es eine Falle. Was habe ich auch anderes erwartet? Oh nein.
Feiglinge! Er ist ein Eindringling, ein Feind! Bist du ein Bandit oder was? Was hat der Lehrmeister gesagt? Er hat gesagt, wir müssen anders sein. Hast du das vergessen? Bist du nicht etwas übermütig? Der Lehrmeister wollte, dass wir uns erst verteidigen. Alles andere kommt später. Habt ihr vergessen, was die Eindringlinge hier wollten? Er ist auch ein Eindringling, also muss er sterben, der die anderen nicht herbringt. Es reicht. Zuerst kommt der Waldrat. Der Rat beschließt. Ach du Scheiße, der Bär auch noch, ey. Leck mich am Arsch. Tötet ihn! Alter! Tötet es mit Feuer, ja. Rennt weg. Haben wir kein Messer, uns loszuschneiden? Haben wir das auch verloren? Ne, wir haben es noch. Sehr gut. Okay. Die Leute hier sind nicht die einzige Gefahr hier, der Bär. Oh Mann. Feuerpunkt PNG. Der hin? Nicht zum Wasser, damit er sich löschen kann. Komm, lass uns da hochklettern. Aber der Bär wird das nicht davon abhalten. Habt ihr gesehen, wie krass der mutiert ist? Da hing so Fleisch raus und irgendwas, ne? Holy fucking fuck. Das erinnert mich so ein bisschen an... Kennt jemand von euch die Auslöschung, den Film auf Netflix? Mich so ein bisschen daran erinnert, an diesen Bär, der da vorkommt. Der sah auch ein bisschen abgefuckt aus, wie der jetzt. Und im Metro Last Light musste ich ja auch schon mal gegen den mutierten Bär kämpfen. Der wurde dann von den, wie heißen sie? Auch so Mutantengegner. Wurde der niedergestreckt und aufgefressen. Ich hoffe echt nur, dass der Bär mir gnädig ist und mich in Ruhe lässt. Das war hoch. Glaube ich, die beste Idee des Tages. Blutspuren. Hallo. Wie geht's? Also bist du entkommen, du Arschloch. Man muss schon sehr geschickt sein, um dem Gebieter des Waldes zu entkommen. Das bedeutet, dass du gefährlich bist. Verdammt! Verdammter Rucksack! Ich war zu gierig! Ich war zu gierig! Können wir ihm denn irgendwie helfen? Tja, dann erschieß mich! Oder hau ab! Ich muss mich bereit machen! Für die letzte Prüfung! Die letzte Prüfung? Dem Lehrmeister sagen... Wer ist denn dieser Lehrmeister, von dem die Arzt labern? Dass ich unsere Leute verteidigt habe. Pfeile. Die Pfeile der Helsing. Analogie zu Van Helsing. Die Pfeile der Helsing sind leicht herzustellen, doch aufgrund ihrer Größe wird dafür ziemlich viel Material verbraucht. 10. Einen! Alter, dann loote ich die Leute lieber, wenn ich welche finde. Ich brauche aber Heilung dringend. Kann sie modifizieren. Scope. 80 Zieloptik. Zieloptik mit vierfacher Vergrößerung. Ich glaube nicht, dass ich einen Scope brauche. Aber das Laservisier würde ich gerne mit dran montieren. Ich glaube, das ist geil. Okay, das haben wir schon alles. Ja, Munition bringt mir gar nichts, da ich keine Waffe habe. Ich habe nur die, ne? Die Luftdruckpistole ist auch weg. Alles weg. Medipack, achso, natürlich. Dann nehme ich welche schon. Vor lauter Aufregung die ganze Beute oder zumindest die Stiefel. Ein Eindringling?
herum, falls der Gebieter ihn nicht erwischt hat. Noch mehr Gründe, uns zu beeilen. Ja, lasst uns einen Zahn zulegen. Was sollten Eindringlinge hier überhaupt wollen? Bei den Wölfen kann ich es mir immerhin vorstellen. Wir sind weg. Gucken die wahrscheinlich nach dem Verwundeten. Kann ich mich hier durchschleichen? Komm schon auf den Stein da. Leben in den Bäumen, was eigentlich gar nicht so schlecht ist, wenn man die Lage des Bärs überdenkt, der hier rumstreift, ist das schon auf jeden Fall sicherer. Okay, keiner da. Da ist eine Hütte. Da hinten ist jemand. Vorsichtig sein. Tagebuch. Nee. Kalligraphische Notiz. Roman, folgendes haben wir bereits eingelagert. Wild wird geräuchert für 5 Monate. Fisch getrocknet 3 Monate. Fisch gesalzen 3 Monate. Nüsse 3 Monate. Obst 3 Monate. Pilze 1 Monat, aber die Saison hat gerade erst begonnen. Ich denke, es wird Zeit, dass wir die Jäger zu anderen Aufgaben einteilen. Ansonsten töten sie noch alle Rehe und beschweren sich hinterher, dass es ständig nur Wildbret gibt. Poscher. Er arbeitet nur, es ist kein Grund, ihn jetzt einfach so random zu töten. Hinten ist jemand. Mach einen besseren Knoten. Der hier wird sich lösen. Hey, bringe ich dir etwa bei, wie man nichts tut? Nein, tue ich nicht. Also halte dich aus meinen Angelegenheiten raus. Ich wollte nur behilflich sein. Hat er mich jetzt entdeckt? Hier denn? Ah, Eindringling! Ah, guck mal, eine Falle. Bett, ein Lager. Schlange.
einer auch eine Waffe. Okay. Kann ich bei meiner Armbrust noch irgendwas verändern? Ich habe ja noch ein paar Sachen aufgesammelt. Was ist das hier? Genauigkeit und Stabilität will ich. Schaden. Ja, so wird das nichts, wenn ihr nicht herkommt. Ist ja auf einmal von der Seite kommen. Olle Schlange. Bin vergiftet. Sind sie. Die dezimieren ihre Anzahl. Eigentlich ist es ja nur so ein Waldvolk und ich will denen ja eigentlich nichts Böses, aber nur die Stärksten werden überleben anscheinend. Mit dem Motto. Oh shit. Ich dachte, der wirft irgendwas. In meiner Comfortzone, aber die ist schon ganz gut so. Ich werde mir gleich mal die Knarre schnappen, die der da unten hat. Erstmal schauen, was hier noch ist. Hier ist nichts. Messer kann ich es nicht mitnehmen. Nachladen. Da oben, seht mal, Leute! Bist also auf der Flucht. Na gut, dann lauf, solange du noch Beine hast. Da ist er! Ich höre sie zwar, aber ich sehe sie nicht. Da drin ist noch jemand, ne?
Okay, da sind noch welche. Stellt den Kampf ein, Jungs. Sonst werdet ihr alle sterben. Dieser Eindringling ist kein Bandit. Er tötet keine Unbewaffneten. Wer hat das eigentlich gesagt? Und ja, sie hat recht. Töte keinen Unbewaffneten. Schlag sie nur K.O. Was haben wir denn hier noch alles? Irgendwie nur so ein Gedöns? Da ist vielleicht was zum Lesen? Nee. Das Licht können wir ausschalten. Das ist ein riesiges Lager, Alter. Hier, sie ergeben sich. Das heißt, ich habe nichts mehr vor denen zu befürchten. Dann kann ich auch mal runtergehen und mal die Lage auschecken. Hat er noch einen Armbrustpfeil? Kann ich nicht. Kann ich? Ja. Okay, erstmal looten. Ah, Schweinchen. Eine Dose. Festgenagelt. Messer. Okay, ich muss nach oben, um auf die andere Seite zu kommen, wie es aussieht. Okay. Hier war ja eine Leiter. Hier so. Ohne Scheiß, es ist nur Selbstverteidigung. Also, wenn ihr auf mich ballert, mein Leben ist auch was wert, ja. Und ich habe euch besiegt. Kann ich da irgendwie rüber? Komm ich denn da rüber? Blind? Da! Aua! Nicht geil. Hier so hoch. Hier so lang. Ah, okay. Das sieht gut aus. Da ist irgendwas. Metro 2035, ja, das spielen wir gerade. Was hast du gesagt? Die Schnauze. Ich bin mir nicht im Weg. Er hat eine Knarre, soll ich die mitnehmen? Besser noch eine Alternativwaffe zu haben, als nur die Armbrust. Du hast dich als der Stärkere erwiesen, Streuner. Dadurch bist du aber noch lange nicht im Recht. Hier. Könnte sie ausnehmen und ihren Loot mitnehmen, ich lasse es. Schnell weg von hier.
Ja, dann haut doch ab. Okay, das Ziel sagt hierhin. Hier hoch vielleicht? Ich weiß gar nicht, ab welchem Punkt das Spiel dem Spieler sagt, so, okay, die geben jetzt auf. Brauchst jetzt keinen mehr großartig zu töten. Bist du im Weg rum, Mann? Soll das ein Alarmsignal sein, diese Krähe? Um mich damit irgendwie. Ich hier den Fluss entlang? Kann das sein? Also aktuell sagt mir das Ziel noch, dass ich hier hin muss. Der Marker. Also wenn ich nach dem Kompass gehe und meiner Hand. Muss ich wieder zurück. Gucken wir mal. Weint denn da? Na komm. Halt mit dir. Jetzt mal, wie gesagt, einmal auf mein Handgelenk. Hier? Da hoch? Hä? Da war ich doch gerade. Zeigt ja eine komplett andere Richtung. Okay. Fallen wir einfach mal runter und sterben. Warum auch nicht? Ich check's gerade nicht, wo ich hin muss. Also gar nicht. Ich stehe genau da, wo ich hin sollte. Ah, mit der linken Maustaste kann ich es umdrehen. Befreie Aljoscha. Jetzt weiß ich ganz sicher, dass Aljoscha noch lebt. Ah, wir müssen Aljoscha finden. Er wird im Lager der Einheimischen festgehalten. Ist so eine Mischung aus Gast und Gefangenem. Wenn wir das lebendig überstehen wollen, müssen wir zusammenhalten. Ich habe keine andere Wahl, als eine Flucht zu arrangieren. Hey, gut. Was ist der gute Mann denn? Ich
Scheint er hier irgendwo dann zu sein. Also unter den Toten ist er wahrscheinlich nicht. Hirschbraten. Lecker. Hier war doch so ein Hebel, aber den kann ich nicht drücken. Ah, hier ist was. Was bringt das? Irgendein Gewicht runtergelassen. Okay. Hier oben ist er wahrscheinlich, oder? Reicht doch auch schon. Was ist denn der gute Mann? Ich finde ihn nicht. Wo? Kann er sich nicht mal bemerkbar machen? Da waren wir noch gar nicht drin. Yep. Da bist du. Na los, schieß doch! Das ist doch wohl das, was ihr Leute immer macht. Lügen und die Hilflosen angreifen. Dir sollte aber klar sein, dass ihr beide erledigt seid. Wir wissen, dass dein Kumpel zur Kirche gegangen ist. Wir haben ihn lediglich ignoriert. Also bring mich jetzt um, du Feigling! Mehr habe ich dir nicht zu sagen. Hau dir lieber eine rein. Passt schon. Eine Werkbank. Ja. Nachdem ich hier herumgeirrt bin. Bastler. Geschlossen. Erfolg bei Epic Games gekriegt. Sprengpfeile. Sexy. Also, mehr geht nicht. Okay, das ist voll, das ist auch voll. Gut. Ah, sauber machen ist halt nicht. Schade. Schwerer Schaft. Ein Stück Rohr, das zu einem Schaft verarbeitet wurde, erhöht die Stabilität der Waffe. Na gut, mehr kann ich für die Waffe nicht tun. Aber für die vielleicht noch. Für die Pistole. Stabilität, bam! Wäre scharf. Genauigkeit steigt und Stabilität geht nur um einen Punkt runter. Auch eben ein Laservisier dran vielleicht. So ist ein Scope, ne? Da nehmen wir mal einen Scope drauf. Einreihiges Magazin. Okay. Waffe haben wir geupgradet. So. Das war's. Der Kompass. Blablub. Okay. Dann wieder hier raus. So, Alisha konnten wir nicht finden. Wir haben gesagt, er ist zu einer Kirche gegangen. So, jetzt muss ich wahrscheinlich wieder dahin, wo ich eben war. Hier runter. Upp.
Blitzt es am Himmel? Sah fast so aus, ne? Ja, Metro Exodus ist schon echt ein super Spiel. Macht richtig Spaß. Ist da, glaube ich, echt jeden was dabei. Also, Postapokalypse muss man halt wissen, ob das einem liegt, aber... Ich sag mal so, so als Shooter halt auch. Sehr geil. Okay. Ander. War das der Bär? Es ist 5 Uhr morgens gleich. Sonne geht langsam auf dann. Aua. Ich sehe diese scheiß Schlange ja nicht. Könnte sein, dass mich der Weg dahin führt. Das Gute an der Armbrust ist, sie ist halt leise im Vergleich zu einer Pistole oder zu einer anderen Schusswaffe, weil die sind immer relativ laut. Gut, sei denn du hast einen Schalldämpfer drauf. Liuda, ich glaube nicht wirklich daran, dass du diesen Brief findest, aber ich verstecke ihn trotzdem an der abgesprochenen Stelle. Komm nicht zurück, egal wo du bist. Es ist immer noch besser als hier. Ich dachte, du machst einen Fehler und würdest es merken. Aber ihr seid keine Feiglinge, nur weil ihr damals nicht geschossen habt. Ihr seid Menschen geblieben. Während wir, die wir geschossen haben, naja, wir dachten, wir würden stärker werden. Im Recht sein und nichts falsch machen. In Wahrheit aber wir die Monster geworden. Die Plünderer sind oft hergekommen. Wir bekämpfen sie schon so lange und solange ich mich erinnern kann. Wir haben sie getötet und das fand ich in Ordnung. Aber jene zu ermorden, die sich ergeben, bis zum letzten Mann. Seit damals versuche ich meine Hände vom Blut zu befreien. Mit Sand, mit Asche, nichts hilft. Ich weiß nicht, was mit mir nicht stimmt, aber es tut mir wirklich leid, dass ich damals nicht mit dir gegangen bin. Hey. Was ist das? Achso, diese kleinen Viecher. Aber die tun mir nichts. Diese treten wir. Hey, hier kommen wir durch. Das ist noch immer richtig. Was zur Hölle? Ich finde das gerade ein bisschen gruselig. Oh. Ein kleines Schiffchen. Verknüllte Notiz. Leute, ich bin mit etwas... Ich bin mit etwa 30 Banditen auf dem unteren Bauernhof. Ich habe sie von der Straße weggeführt. Kann sie vielleicht noch eine halbe Stunde aufhalten. Verliere zu viel Blut. Die Kleine schicke ich mit dieser Nachricht zurück, sonst würde... er nicht gehen. Viel Glück, Leute. Sehr ruhig. Ziemlich beklemmend hier. Hoffentlich kommen wir hier raus. Mir macht dieser Bär immer noch so ein bisschen Sorgen. Ich hab den immer noch so ein bisschen im Hinterkopf. Ich habe das Gefühl, den haben wir nicht zum letzten Mal gesehen. Nachdem er mit den Banditen fertig war. Was machen wir denn jetzt? Jetzt sind beide weg vom Fenster. Na, dann mach es doch selber, wenn du so schlau bist. Wir sagen sowieso nichts. Sie einfach töten. Hast du jemals an einem ihrer Fälle gehangen, die mit den Wölfern deinen tiefsten Knarren? Sie haben einiges zu verantworten. Findest du das nicht ein bisschen zu persönlich? Und du siehst wirklich nicht aus, als hättest du an einer Wahl gehangen. Habe ich auch nicht. Aber meine Freunde. Ich mache nach einer Pause mit den beiden weiter. Wie viele Finger sind denn noch geblieben?
Ritter der Armen. Volk freigeschaltet. Sind das jetzt Banditen oder was sind das für Leute? Er hat eine Schrotflinte, oder? Könnte auch ein Revolver sein. Irgendwie gefesselt oder was ist mit dem? Jammert doch die ganze Zeit jemand. Da draußen ist jemand. Wer mich nicht sieht, das war's für mich, ich verschwinde. Kann ich eigentlich meine Pfeilarten wechseln? Mit R, ne? Okay. Das ist ein kleiner Schweinehund. Raus. Oh boy. Ganz schön viele. Geh wieder ins Haus. Ist das eine Schrotflinte? Ich nehme sie mal mit. Da habe ich wieder drei Waffen. Die Armbrust behalte ich, die ist top. Okay, dann machen wir hier erstmal Schluss und ich sage vielen Dank fürs Zusehen bei Metro Exodus. Wir sind jetzt wieder hier draußen irgendwo. Ich weiß aber gerade nicht, mit wem wir es zu tun haben, wie die Kinder des Waldes, Sekte des Waldes, bla. So sehen die irgendwie nicht aus, also
Keine Ahnung, mit wem wir es jetzt zu tun haben. Wahrscheinlich sind das auch irgendwelche Banditen und Räuber. Ja, wir müssen uns weiter noch unseren Weg zurückschlagen zu den anderen. Und müssen noch Aljoscha finden, der zu einer Kirche gegangen ist. Also, dann macht das gut, bis zum nächsten Mal bei Metro Exodus.